Wasserburg am Inn. Pflegekraft Margit Goller ist startklar für ihre heutige Tour. Wir fangen ca. um 7 Uhr an morgens. Und nach Plan sagen wir, ja, zwischen 11:30 und 12 werden wir fertig sein. 9 Einsätze im Landkreis, jeder minutengenau getaktet. Margits Diensthandy zeichnet die Tour auf. Wenn sie bei einem Patienten mehr als 10 Minuten überzieht, meldet sich die Dienstleitung bei ihr und fragt, was los ist. Der Zeitplan darf sich nicht verschieben. Es sind ja teilweise auch Patienten, die bettlägerig sind. Also die sind am Vorabend zum letzten Mal versorgt worden. Die liegen auch dann oft einmal ja, über Nacht im Nassen. Also die warten definitiv, dass sie versorgt werden. Da darf nichts Ungeplantes passieren. Und zu lange unterhalten darf sich Margit auch nicht. Ihr erster Patient lebt allein. Wir geben jetzt dem Patienten die Morgenmedikation. Und da habe ich geplant sind da 3 Minuten jetzt. Jetzt muss ich klingeln. Der Herr wartet schon. Margit ist heute seine erste Ansprache. Alles gut? Ja, schon. Noch gut umgebracht? Ja, freilich. Ja, freilich. Super gut. Siehst du das? Haben wir schon alles hergekriegt, gell? Dienstag, den 9.1., genau. Bei einer knappen Einsatzzeit geht sich nur ein winziger Ratsch aus. Und gestern aus sie heute? Frühstücken. Punktlandung, genau 3 Minuten. Margit Goller macht den Job schon seit 20 Jahren. Für den nächsten Patienten hat sie mehr Zeit. Ich tue ihn rausmobilisieren in seinen Rollstuhl. Und dafür habe ich jetzt davon aus, 3/4 Stunde ist geplant. So, dann geht's schon wieder runter, gell? Allein kann dieser Patient gar nichts machen. Weil der Pflegedienst das niemals stemmen könnte, hat der Herr zusätzlich noch eine 24-Stunden-Pflegekraft. Margits Zeit reicht wirklich nur für die gebuchten Leistungen. Aber die Frage ist, wie man die ausführt. Ich stelle mir immer vor, wie ich gern gepflegt werden würde, wenn es ich wäre. Das macht es im Grunde genommen immer ganz einfach. Sich dem Patienten anpassen. Jeder möchte es anders haben. Der eine mag mit Unterhemd, der andere mag ohne Unterhemd. Der eine mag es in die Hosen reingesteckt, der andere möchte es außen haben. Wichtig ist, dass man redet und einfach individuelle Wünsche berücksichtigt. Das ist mir schon wichtig. Sie verfolgt die Tour vom Büro aus. Pflegedienstleiterin Maria Rotter. Und sie sieht, Margit hat die Hälfte ihrer Pflegetour schon geschafft. 5 Minuten hängt sie inzwischen hinterher. Heute ist gut im Rahmen. Das sind kleine Abweichungen, aber alles im Rahmen. Das Team ist in den letzten Jahren stark geschrumpft. 10 Pflegekräfte sind in Rente gegangen oder haben gekündigt. Nachfolgerinnen gibt es nicht. Manchmal ist man schon resigniert. Besonders wenn man dann immer bei Mitarbeitern anrufen muss und darum bitten muss, ob sie einspringen können. Weil ich denke, jeder hat verdient, einen freien Tag zu haben, den er schon geplant hat. Und wenn man dann immer wieder reingeholt wird, das ist nicht sehr schön. Gerade eben hat sich eine Mitarbeiterin krank gemeldet. Maria Rotter braucht Ersatz für die Frühschicht morgen. Aber es gibt nur 2 Kolleginnen, die sie aus der Freizeit holen könnte. Und? So. Jetzt ist dann so, wenn ich, bis um 15:30 keinen Anruf erhalte von der Dame, dann werde ich morgen die Tour fahren, weil ich sonst niemanden mehr an der Hand habe, der einspringen kann. Margit Goller ist für morgen schon eingeteilt. Eigentlich arbeitet sie Teilzeit. Oft kommt sie aber auf 45 Stunden die Woche. Das belastet. Jedes Mal, wenn wir mir irgendwas ausmachen mit meinem Mo, was weiß ich, wir machen einen Ausflug oder. Und dann weiß ich es am Vorabend noch nicht genau, ob das jetzt tatsächlich stattfinden kann oder nicht. Dann ist das nervig. Gleich Mittag. Jetzt geht's zur letzten Patientin. Insulinspritzen, Zuckermessen, dafür hat die Pflegekraft hier 6 Minuten Zeit. Hallo. Hallo. Grüß dich, Anna. Jetzt haben wir wieder da. Auch am Ende der strammen Schicht wirkt Margit noch immer gelassen. Gut, ja. Vormittag gut umgebracht. Ja. Also ich muss einfach strukturiert und konzentriert arbeiten und einfach bei der Sache bleiben. Ja. Sie nicht ablenken lassen. Es ist 11:45. Genau 10 Minuten ist Pflegekraft Margit über der Zeit. Okay, Einsatz beenden.
ich bin jetzt dann schon froh, dass ich eine Pause machen kann, dass ich einfach einmal in Ruhe einen Schluck trinken kann und vielleicht eine Kleinigkeit essen, dass ich mal meine Toilette erkriege. Vorläufig ist der Arbeitstag rum, aber das Diensthandy ist an, falls Margit für den Spätdienst einspringen muss. In 4 Stunden dann.